Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Termin. Wir sind immer noch im Bereich der Wachstumsmodelle unterwegs und werden uns dieses Mal mit der besonderen Klasse der keynesianischen Wachstumsmodelle auseinandersetzen, die jetzt eine doch recht andere Note einbringen als die klassischen und neoklassischen Modelle, die wir bisher behandelt haben. Vielleicht nochmal kurz so als Überblick für das große Ganze. Wir haben ja die Vorlesung damit gestartet, dass wir uns separate Theorien für den Arbeitsmarkt, für den Haushaltssektor und den Produktionssektor angeschaut haben und dann diese einzelnen Theorien zusammengefügt haben, weil sie gemeinsam eben dann sozusagen ein Mindestwachstumsmodell angehen. Und dann haben wir uns eben verschiedene Wachstumsmodelle aus unterschiedlichen Paradigmen zusammengepuzzelt, aus unterschiedlichen Kombinationen von Theorien für diese drei Bereiche. Wir haben gestartet mit den klassischen Wachstumsmodellen, sind der Übergang zu den neoklassischen Wachstumsmodellen beziehungsweise zum Solow-Spahn-Modell in der letzten Runde, in der letzten Session und gehen jetzt eben tiefer rein in die keynesianischen Wachstumsmodelle. Und da wird vor allem halt dieser Punkt hier unten nochmal besonders deutlich, die durch eine etwas andere Herangehensweise auch gekennzeichnet sind und nicht umsonst sagen im Kern vieler auch wirtschaftspolitischer Debatten stehen. Aber gut, steigen wir mal ein. Um quasi diese Besonderheiten von keynesianischen Wachstumsmodellen verstehen zu können, müssen wir uns mal etwas genauer mit dem Prinzip der Nachfrage, des Angebots und vor allem des Konzepts des Potenzialoutputs auseinandersetzen. Nachfrage, Angebot haben wir jetzt bisher nicht so detailliert oder konkret diskutiert in dem Sinne, dass das irgendwie ein besonderer Driver vom Wachstums war oder sowas. Das lag daran, dass in den bisherigen Modellen die Unterscheidung jetzt zwischen aggregierter Nachfrage und aggregierten Angebot nicht zentral war. Es waren sowieso Modelle, die durch Gleichgewichte charakterisiert waren. Und es war auch für das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage war jetzt auch nicht in dem Sinne zentral für die Wachstumsdynamiken. Also als Beispiel jetzt in dem neoklassischen Solow-Spahn-Modell oder im klassischen Full-Employment-Modell, da war Wachstum ohnehin exogen. Ja, es war beschränkt durch das Wachstum der effektiven Arbeiterschaft. Das heißt, da hat Angebot und Nachfrage in dem Sinne das Wachstum ohnehin nicht determiniert. Und im endogenen Wachstumsmodell, was wir bisher kennengelernt haben, im klassischen Conventional Wage Share Modell, auch da war jetzt das Zusammenspiel zwischen oder das Zusammenkommen zwischen Angebot und Nachfrage jetzt in dem Sinne, also die Unterscheidung zwischen den beiden nicht zentral. Das wird jetzt anders. In den keynesianischen Modellen wird diese Unterscheidung zwischen Angebot und Nachfrage plötzlich ganz, ganz wichtig. Und warum? Weil das Wachstum in diesen Modellen beschränkt ist, nicht durch das Angebot, also durch das, was produziert wird in der Ökonomie, sondern vor allem über die Nachfrageseite. Und deswegen spricht man bei diesen Modellen häufig auch von Demand-Constrained Growth Models. Warum? Weil die Wachstumsrate in diesen Modellen A endogen ist, und B beschränkt ist durch das, was auf der Nachfrageseite passiert. Das heißt, wir sprechen hier auch von einem nachfrageorientierten Modell. Und das ist etwas, was bis heute eigentlich charakteristisch ist für keynesianische Modelle und keynesianische Wachstumsmodelle im Besonderen, dass sie besondere Bedeutung der Nachfrageseite zusprechen und langfristige wirtschaftliche Dynamiken auch mit dem, was auf der Nachfrageseite passiert, erklären. Wie das funktioniert oder um zu verdeutlichen, warum oder wo das genau herkommt, dazu müssen wir uns mit dem Konzept des sogenannten Output Gaps auseinandersetzen. Output Gap ist auch in der wirtschaftspolitischen Diskussion ein extrem wichtiges Konzept und er geht zurück auf die Unterscheidung zwischen potenziellem und tatsächlichem Bruttoinlandsprodukt. Unter dem potenziellen Bruttoinlandsprodukt verstehen wir die Gesamtproduktion einer Volkswirtschaft bei absoluter Vollauslastung aller Produktionsfaktoren. Also wenn es keine Arbeitslosigkeit gibt, wenn alles Kapital verwendet wird, dann wären wir bei einer Vollauslastung. Es kommt in der Praxis nie vor. Aber es ist eine hypothetische Größe und sie zeigt das Maximalpotenzial einer Volkswirtschaft. Ja. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, es gibt bestimmtes ein Suchniveau von Arbeitslosigkeit, das wird in der Regel bei dem vollständigen oder bei dem potenziellen Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt, dass wir nicht sagen, wir hätten eine Arbeitslosenquote von 0%. Das ist praktisch auch einfach unmöglich, weil immer Leute quasi temporär auf der Suche sind. Aber wenn wir das mit einbeziehen, selbst dann
würden wir bei einem Bruttoinlandsprodukt rauskommen, was wir auch noch als potenzielles Bruttoinlandsprodukt bezeichnen würden. In dem Moment aber, wo wir unfreiwillige Arbeitslosigkeit haben, Arbeitslosigkeit, die über reine sehr kurzfristige Sucharbeitslosigkeit hinausgeht, dann haben wir zum Beispiel schon mal keine Vollauslastung mehr des Faktors Arbeit und wir wären nicht mehr beim potenziellen Bruttoinlandsprodukt, sondern beim tatsächlichen Bruttoinlandsprodukt. Und der Output Gap, der wird definiert als die Differenz zwischen dem potenziellen und dem tatsächlichen Bruttoinlandsprodukt. Und dieser Output Gap, der kann übrigens sowohl positiv als auch negativ sein. Also wir können auch eine Überauslastung von Produktionsfunktionen haben. Und daran erkennt ihr schon, dass die Messung von diesem Output Gap und das, was wir als potenzielles Bruttoinlandsprodukt definieren, also diese hypothetische Größe, die uns gegeben wird bei der sogenannten Vollauslastung der Faktoren, dass die natürlich extrem theoriegeladen ist, ne? Also dadurch, dass wir letztendlich das potenzielle Bruttoinlandsprodukt nie beobachten können, sondern immer nur das tatsächliche Bruttoinlandsprodukt, müssen wir uns das potenzielle Bruttoinlandsprodukt berechnen. Und diese Berechnung führen wir ja mit einem ökonomischen Modell durch. Und dementsprechend können Sie sich vorstellen, je nachdem, was wir für ein Modell verwenden, kommen wir da auf andere Werte. Wir kommen dann auch auf andere Werte für den Potenzialoutput beziehungsweise für den Output Gap. Das wird nochmal ganz zentral, wenn wir uns über das Thema der Performativität von ökonomischen Modellen unterhalten, weil nämlich dieser Output Gap auch wirtschaftspolitische Implikationen hat, zum Beispiel auf europäischer Ebene, wie viel Länder jetzt eigentlich Fiskalpolitik betreiben können. Aber das ist ein Thema, was wir uns erst in Termin 12 angucken. Für aktuell ist vor allem wichtig, dass wir wissen, was unter dem Potenzial oder Output beziehungsweise unter dem Output Gap verstanden wird, nämlich diese Differenz zwischen potenziellem und tatsächlichem Bruttoinlandsprodukt. So, und wo wird das jetzt wichtig? Aus der Perspektive von exogenen Wachstumsmodellen müssen wir uns vorstellen, die Situation, wir haben eine Rezession. Das bedeutet, bei einer Rezession liegt immer eine Unterauslastung von Produktionsfaktoren vor. Das bedeutet, wir haben einen relativ großen positiven Output Gap. Ja? Also das potenzielle Bruttoinlandsprodukt ist deutlich größer als das tatsächliche Bruttoinlandsprodukt. Und so von der Perspektive von einem exogenen Wachstumsmodell, was ja ein Modell für die lange Frist ist, sind diese Situationen mit erhöhtem Output Gap ausschließlich als temporäre Phänomene zu verstehen. Also da geht man davon aus, dass man eigentlich so einen langen Wachstumspfad hat und davon hat man dann temporäre Abweichungen. Was in diesen Wachstumsmodellen ja sowieso im Kern steht, ist aber dieser langfristige Wachstumspfad oder Wachstumstrend. Und diese temporären Abweichungen von dem Wachstumstrend, also die positiven, auch negativen Output Gaps, die überlässt man quasi anderen Modellen. Da sagt man, okay, da gibt es jetzt so Modelle, die nur für die kurze Frist möglich sind, also was wie Real Business Cycle Modelle oder auch jetzt sowas wie das, was wir jetzt später hier auch kennenlernen werden, also DSGE oder bestimmte agentenbasierte Modelle, die versuchen, die lange und kurze Frist zu integrieren. Das sind die Modelle, die sich sozusagen mit diesen kurzfristigen Abweichungen vom langen Wachstumspfad auseinandersetzen müssen. Für jetzt aber langfristige Wachstumsmodelle ist es nicht der Fall. Und deswegen geht man davon aus, dass halt diese temporären Abweichungen, diese temporären Output Gaps nicht relevant sind. Das ist aber nicht notwendigerweise der Fall. Und das ist wahrscheinlich so die große Contribution auch von diesen keynesianischen Modellen, dass sie sagen, dass diese Nachfrageschocks ja durchaus einen Effekt haben können in der langen Frist, wenn sie nämlich das potenzielle Bruttoinlandsprodukt verändern. Also das hypothetische Bruttoinlandsprodukt bei Vollauslastung der Produktionsfaktoren. Wie können wir uns das vorstellen? Was wäre so eine Möglichkeit, wie das passiert? Einfach sozusagen als Preview auf das, was da kommt. Stellen wir uns vor, wir befinden uns in einer Rezession. Rezession dadurch gekennzeichnet unter Auslastung der Produktionsfaktoren. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die weit über Sucharbeitslosigkeit und freiwillige Arbeitslosigkeit hinaus führt. Und jetzt stellen wir uns vor, das ist eine langanhaltende oder länger anhaltende Rezession. Die Leute sind frustriert. Das Land wird nicht mehr so attraktiv für Immigration. Das heißt, kommen weniger auch Arbeitsmigrantinnen und Migranten in das Land.
Es kommt vielleicht sogar zu Emigration. Besonders hochqualifizierte Personen sind frustriert. Sie werden vielleicht auch von anderen Ländern abgeworben. Das heißt, sie verlassen das Land. Wenn das tatsächlich passiert und man danach zur Vollbeschäftigung nach Ende der Rezession zurückkehrt, dann ist diese Vollbeschäftigung hier aber plötzlich was anderes. Denn wir hatten ja hier die Emigration und der Brain Drain. Das heißt, die Vollbeschäftigung jetzt ist eine andere als die Vollbeschäftigung, die wir hier hatten, weil ja quasi wichtige Teile der Arbeiterschaft abgewandert sind. Bedeutet in dem Fall ist das Output dann auf einem dauerhaft niedrigen Niveau, weil selbst wenn dann nach der Rezession quasi der Produktionsfaktor Arbeit wieder voll ausgeschöpft wird, ist einfach dieser Produktionsfaktor Arbeit insgesamt gesunken. Das heißt, bei Vollauslastung nach der Rezession contributet er weniger zur Produktion als bei Vollauslastung vor der Rezession. In diesem Falle, was dann passiert ist, wir sprechen dann von Pfadabhängigkeit oder von Hysteresis. Hysteresis bezeichnet man, wo bestimmte ökonomische Events langfristige Effekte haben, wenn die Gründe für diese Events aber schon beseitigt wurden. Also wenn wir uns vorstellen, hier die Gründe für diese Rezession, die wurden wirtschaftspolitisch oder auch sonst wie irgendwie beseitigt, das heißt, die Rezession ist vorbei, dann durch diesen Faktor hier bleiben die Folgen dieser Rezession aber langfristig bestehen, obwohl die Gründe für die Rezession eliminiert wurden. Und in diesem Fall sprechen wir eben von Hysteresis, beziehungsweise auch von Pfadabhängigkeit, wo wir nämlich sagen, sozusagen die langfristige Entwicklung einer Volkswirtschaft wird bestimmt durch Events, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nur kurzfristige Effekte haben, beziehungsweise die wir als kurzfristige Events bezeichnen würden. Ja? Eine Rezession ist nicht dauerhaft, das ist die Definition von einer Rezession, sie ist irgendwann vorbei, sie ist ein Phänomen in der kurzen Frist, aber gemäß dieser Logik kann sie eben auch einen dauerhaften Einfluss auf die Ökonomie haben. Klingt jetzt vielleicht erstmal spannend und denkt da euch vielleicht, ja, das ist jetzt ja auch irgendwie so ein Thema, was man sich durchaus mal angucken kann. Ist aber so, damit man dieses Thema angucken und analysieren kann, braucht man eine bestimmte Art von Modellen. Die exogenen Wachstumsmodelle, wie jetzt auch das Solow-Spahn-Modell, was wir bisher kennengelernt haben, aber eben auch einige der klassischen Varianten, die wir kennengelernt haben, da gibt es per Definition eben keine Pfadabhängigkeiten. Womit man Pfadabhängigkeiten abbilden kann, das sind endogene Wachstumsmodelle. Warum? Weil wir ja sagen, es gibt eine Abweichung, eine endogene Abweichung vom tatsächlichen Wachstumspfad, also vom langfristigen Wachstumspfad. Und dann muss ja quasi diese Änderung, muss ja im Modell weitere Änderungen nach sich ziehen, damit sich dann eben auch im nächsten Schritt der langfristige Wachstumspfad verändern kann. Sprich, dieser langfristige Wachstumspfad muss irgendwie endogen sein. Er muss durch die Mechanismen im Modell bestimmt sein, weil sonst kann er sich ja gar nicht aufgrund von Änderungen innerhalb des Modells verändern. Ja, wenn er exogen gegeben ist durch das Bevölkerungswachstum, dann wäre die einzige Möglichkeit, in Hysteresis zu modellieren, das Bevölkerungswachstum endogen sich ändern zu lassen, aber in dem Moment wäre dann eben auch das Wachstum endogen. Und wir wären bei dem endogenen Wachstumsmodell angekommen. Wir haben schon Beispiele von Modellen kennengelernt, mit denen wir Hysteresis oder Pfadabhängigkeit modellieren können. Ja, das klassische Conventional Wage Share Modell ist ein endogenes Wachstumsmodell. Damit könnten wir Pfadabhängigkeiten modellieren. Und die keynesianische Wachstumsmodelle sind auch endogene Wachstumsmodelle. Im Gegensatz zu dem klassischen Conventional Wage Share Modell, wo das aber keine große Rolle gespielt hat, aufgrund der Nichtunterscheidung zwischen aggregierten Angebot und Nachfrage, ist das jetzt aber in den keynesianischen Modellen zentral. Und um zu zeigen, dass es auch praktisch tatsächlich relevant ist, habe ich hier mal ein kurzes Beispiel mitgebracht. Hier in dieser Grafik seht ihr zum einen mit der hier auf der auf der schwarzen Linie, das ist die tatsächliche Zeitreihe für das reale Bruttoinlandsprodukt in den USA. Und die graue Linie hier, die dem Ganzen hinten zugrunde liegt, ist die Schätzung für das potenzielle Bruttoinlandsprodukt in den USA von der Congressional Budget Office, also der Behörde, die dafür verantwortlich ist, es in den USA zu machen. Und zwar aus dem Jahr 2008. Und das ist eine relativ gerade Linie. Und die
ist die, also diese Schätzung, die wird oder die bekommt man, indem man das Solow-Wachstumsmodell auf die Daten der USA hier eben kalibriert. Und das zeigt zum einen, dass dieses Solow-Modell praktisch tatsächlich immer noch relevant ist. Und das zeigt auch, dass wir an diesem Punkt hier, nämlich in 2007, als es tatsächlich zu der großen Wirtschaftskrise in der USA gekommen ist, eine plötzlich recht starke Abweichung von dem tatsächlichen Bruttoinlandsprodukt und dem vorhergesagten Wachstumspfad gemäß des Solow-Modells tatsächlich gab. Und was ihr euch auch vorstellen könnt, ist, dass diese Potenzial-Output-Schätzungen immer mal wieder angepasst werden. Also tatsächlich werden die jährlich veröffentlicht. Und wir sehen hier in der gestrichenen Linie, also dieser lila Teil, da sehen wir die Schätzung des Potenzial-Outputs in dem Jahr 2017. Das heißt, die ist deutlich aktueller. Und was wir hier sehen, ist, dass es hier eine Anpassung vorgenommen wurde. In diesem Jahr 2007, beziehungsweise in dem Jahr 2007 hat sich das Potenzial-Output verändert. Dieser Potenzial-Output hier ist geringer. Wir sehen hier eine Differenz. Sprich, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass wir sehen, dass hier ein historisches, kurzfristiges Event, die Finanzkrise in 2007, offensichtlich einen Effekt auf den langfristigen Wachstumspfad hatte, also auf das potenzielle Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ja genau die Definition von Hysteresis bzw. Pfadabhängigkeit, ne? Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, die Ursachen für die Finanzkrise in 2007 sind jetzt beseitigt, dann ändert das nichts daran, dass sie trotzdem langfristige Effekte hat. Das Solow-Wachstumsmodell ist ein exogenes Wachstumsmodell. Diese Änderungen hier werden im Solow-Wachstumsmodell durch exogene Faktoren notwendigerweise erklärt. Ja, das könnten Änderungen also effektiven Arbeiterschaft sein, oder es können Änderungen in der Technologie sein. Aber was per Definition im Solow-Wachstumsmodell nicht berücksichtigt werden kann, ist, dass diese Anpassung hier vielleicht zurückgeht auf endogene Anpassungen auf die Finanzkrise. Sowas können wir in exogenen Wachstumsmodellen nicht beobachten, ja, weil wir eben hier die Wachstumsrate als exogenen Parameter oder als die Wachstumsrate vollständig determiniert ist durch exogene Faktoren. Und dementsprechend kann ich natürlich vorstellen, dass das große auch wirtschaftspolitische Implikationen mit sich bringt. Weil jetzt natürlich die Frage ist, wenn es jetzt hier eben so kurzfristige Events langfristige Implikationen haben können, dann ist es vielleicht ganz besonders wichtig, in diesem Moment hier mit wirtschaftspolitischen Stimuli, fiskalpolitischen Stimuli zu arbeiten, um zu verhindern, dass hier das langfristige Potenzial Bruttoinlandsprodukt wirklich negativ angepasst wird, weil wir das ja eigentlich nicht wollen, also zumindest aus einer Wachstumsperspektive. Sprich, es ist kein Zufall, dass eben häufig so eine starke Rolle des Staates oder starke Implikationen für Fiskalpolitik von keynesianischen Modellen kommen, weil die nämlich immer das Potenzial sehen, dass solche temporären Krisen langfristige Effekte haben und dementsprechend natürlich eine wirtschaftspolitisch aktive Reaktion darauf besonders wichtig ist. Gleichzeitig in exogenen Wachstumsmodellen wäre man da besonders skeptisch, ne? Also da, weil man ja davon ausgehen würde, dass das hier nur temporäre Phänomene sind und sich die Ökonomie langfristig wieder zu ihrem Wachstumspfad zurückbewegt. Sprich, man hätte eben mit übertriebenen wirtschaftspolitischen Stimuli dann nur kurzfristig was erreicht, aber man hätte nicht notwendigerweise den langfristigen Wachstumspfad verändert. Es sei denn, man ändert halt irgendwie die exogenen Faktoren. Und diese theoretische Unterscheidung führt natürlich dazu, dass Ökonomen, die jetzt halt eher, sag ich mal, so exogene Wachstumsmodelle wie das Solow-Spahn-Modell für gut befinden, wirtschaftspolitisch auch auf ganz andere Implikationen kommen, als jetzt zum Beispiel Ökonomen, die die Art von keynesianischen Wachstumsmodellen verwenden, mit denen wir uns jetzt heute hier beschäftigen werden. Sprich, dieses Thema ist aufgeladen, es ist politisch hochgradig relevant und es ist mit Sicherheit jetzt nochmal ein zusätzlicher Grund,
uns ein bisschen genauer mit diesen keynesianischen Wachstumsmodellen zu beschäftigen.